Willkommen zu Fast Break, der NBA Season Preview der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist... Ich bin's, der ich war und ich begrüße euch. Ja, Portland ist heute richtig dran. Hat nicht allzu viel getan, ein bisschen hat sich getan in der Offseason. Also Mo Williams ist erstmal nach Minnesota gegangen. Dafür hat man halt Stephen Blake bekommen, auch von den Lakers Chris Kaman bekommen und James Sutherland aus New Orleans und Darius Morris, der vorher in der D-League am Zocken war. Genau. Ja, relativ ruhig. Ja. Offseason. Trotzdem, wie bewertest du das denn auf einer Skala von 1 bis 10? Also, bevor ich meine Skala nenne, also der Roster ist meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich mal das anguckt, zum Beispiel CJ McCollum, der ja in der Summer League extrem hier eine Riesenrolle gespielt hat, 20 Punkte, 48% vom Feld, also in Las Vegas, und Steve Blake als Backup, so für Damian Lillard, beziehungsweise einen auch, man sagen schon leicht sagen könnte, auch ein bisschen Mentor spielen kann, obwohl Damian Lillard ja sowieso aus Eis besteht, vorab genommen, und LaMarcus Aldridge in seiner Prime, also deep ist der Roster nicht. Das ist schon mal klar, das haben wir letzte Saison gesehen, aber er hat sich etwas verbessert. Aber trotzdem würde ich sagen 6. Ja, ich bin da eigentlich bei dir mit einer 6, weil, ja, also ich meine, man hat erkannt, wo so ein bisschen die Schwächen liegen. Ne? Gerade halt auch so einen produktiven Big Man irgendwie von der Bank, den hatte man jetzt nicht so wirklich in der vergangenen Spielzeit, sage ich jetzt mal. Also da gab es ja dann... Experimente mit Thomas Robinson, der so bis heute immer noch so ein bisschen versucht, seine hohe Draft-Platzierung so zu rechtfertigen und ja. Myers-Leonard. Myers-Leonard, wo ich sage, dass der eigentlich wirklich nicht in diese Liga gehört, aber... Ja, ja, und jetzt haben wir Chris Kaman, der hat ich glaube mal so in ein, zwei Spielen letzte Saison nochmal gezeigt, was er drauf hat. Ja, wenn er Bock hat. Ja, wenn er Bock hat und nicht gerade auf der Bank pennt, wie es ja auch der Fall gewesen ist. Ja. Bild für die Götter, aber ja gut, Steve Blake hat man so ein bisschen die den Abgang von Mo Williams aufgenommen oder aufgefangen. Richtig. Aber das ist mir einfach zu wenig, weil man hat einfach gesehen, wie viel Probleme die Blazers so wirklich auch in der Tiefe haben und dass ein Aldridge und ein Lillard da fast wirklich 40 Minuten auf der Platte stehen müssen, halt, dass der Laden nicht mehr oder weniger zusammenbricht. Das ist halt bisschen dünn. Aber auch hier muss man sagen, viele Optionen sind nicht da gewesen, gehaltstechnisch. Ja, es ging halt einfach darum, entweder einen in den signifikanten Gehalts-Cut, Pay-Cut, aber das gab es ja nicht. Ja, so sieht's aus. Und von daher, also das, was man richtig machen konnte, hat man richtig gemacht, aber es ist meiner Meinung nach halt immer noch so ein bisschen zu wenig. Ja, das stimmt. Ja, und das bringt uns ja auch so ein bisschen zu der These, diese ganze Thematik. Die Portland Trailblazers laufen Gefahr, aufgrund der fehlenden Tiefe die Playoffs zu verpassen. Das ist natürlich hart. So. Ja, klar, natürlich. Wir haben letztes Jahr, also Portland ist ja extrem stark wirklich in die Saison gegangen. Ja. Letzte Saison hat man ja gesehen, teilweise durchgehend, ich weiß nicht, im Monat, also den ganzen November auf der 1, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sie waren definitiv sehr lange dabei beim All-Star Break, der berühmt ist, dass er dann meistens Ups und Downs mit sich nimmt. Sind sie schon eingebrochen etwas, aber am Ende konnten sie sich noch auf der 4-5 halten. Jetzt, die These ist schon echt hart, das muss ich dir zugeben, aber es ist eine 50-50-Sache. Wenn Kaman und Blake einschlagen, man muss ja nochmal gucken, Blake kommt von den ehemaligen All-Star-Point Guard, aber Mo Williams ist noch teilweise zu überhastet gewesen, die Shot-Selection war einfach falsch manchmal und Steve Blake bringt da vielleicht etwas mehr Ruhe rein. Aber man hat natürlich auch wieder den Vorteil, LaMarcus Aldridge ist in seiner Prime, in seiner besten Zeit, also jetzt do or die. Du hast gesagt, Versatility, Robin Lopez muss auf der 5, wenn er spielt, auch mal jetzt zeigen, was er kann, auch mal mehr Defense spielen. Und Myers-Leonard muss entweder jetzt anfangen zu checken, dass er in der NBA spielt und nicht mehr im College oder in der D-League. Und Thomas Robinson, werden wir nie wieder mehr werden, er wird seine hohe Draft-Platzierung natürlich nicht gerecht, aber wenn er produktiv was dazu steuert, dann kann ich mir die Blazers trotzdem in den Playoffs vorstellen, weil dieses Jahr ist der Besten noch stärker als letztes Jahr. Ja. Aber Damian Lillard, wir haben es ja, er ist für mich natürlich auf diesem Niveau, dass er auch Top 5 Point Guard sein kann. Definitiv, klar. Du hast eigentlich jetzt schon so die meisten wahren Dinge so angesprochen. Ich würde halt einfach sagen, so das große Problem ist halt, dass wenn du
wenn die Blazers nicht wirklich so einen krassen Lauf haben, wie sie es, wie von dir gesagt, am Anfang der Saison gemacht haben, ja, richtig. Dass es dann halt problematisch ist, ob man dann wirklich so durchweg gut sein kann, dass man diese Bedrohung, die so von den Pelicans, sage ich jetzt mal, lauert, von den Denver Nuggets zum Beispiel, von den Phoenix Suns, dass man da nicht... Minnesota, Hust. zum Beispiel. Ja, aber ey, wer weiß, Phoenix haben wir letztes Jahr auch nicht zugetraut. Nee, darum. Ja, wie gesagt, also für mich sind die Blazers so ein typischer Kandidat, der letzte Saison gut war und jetzt ja schnell abstürzen könnte. Ja, aber du hast recht. Man hat ja auch nicht damit gerechnet, dass sie letztes Jahr so stark aufspielen. Überhaupt nicht, nee. Also viele hatten sie auch nicht in den Playoffs. Aber das ist, ich meine, das ist ja im Osten zum Beispiel bei Toronto ähnlich gewesen. Da hatte sie ja letztes Jahr keiner irgendwie auf dem Zettel, selbst mitten der Saison noch nicht. Darum. Und jetzt sind sie bei jedem eigentlich gesetzt. Also nur da, ich würde halt auch, ich sag nur, dass es kein Selbstläufer wird. Darum, das stimmt, da hast du recht. Selbstläufer wird sicherlich nicht. Es wird einfach sein, entweder sie versauen's, aber dann versauen sie es richtig oder sie schaffen's. Und dann drehen LMA und Damian Lillard komplett durch. Eins wieder eins von beiden. Aber ich glaube nicht, dass sie sich in der Mitte halten können und souverän sein werden. Ja. Die müssen da wirklich komplett diesmal den Arsch aufreißen, weil der Westen extrem stark ist, wie wir schon tausendmal gesagt haben. Auf jeden Fall. Gut, dann dennoch deine persönliche Meinung. Welcher Platz im Westen schaffen sie die Playoffs und wann ist dann in den Playoffs Schluss? Okay, da, wie gesagt, wir haben es ja gerade besprochen, Leute. Es ist schon hart, aber ich würde sagen, die Portland Trailblazers sehe ich auf der Platzierung 10 und sie verpassen die Playoffs. Krass. Ja, ich habe sie auf 8, ehrlich gesagt, weil ich glaube, sie rutschen noch irgendwie rein. Ich glaube halt auch, der Damian Lillard-Effekt, der ist zu hoch. Aber wie gesagt, ich glaube, von so 6 bis 10 ist so ziemlich alles für die Blazers drin diese Saison. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal dafür, dass du dabei warst. Danke für. Morgen geht's weiter mit den Sacramento Kings. Bleiben wir im Westen. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns dann. Mach's gut. Bis dahin. Alles klar, haut rein.